Hallo und herzlich willkommen zu dem Video, wo ich ein wenig über die Hintergründe des Liedes sprechen möchte. Vielleicht so noch als Hintergrund, letztes Jahr haben der Julian und ich ja auch schon ein Lied fürs letzte Lager geschrieben, das hieß In der Tat, wo es ein bisschen darum ging, dass das Schöne am Leben ist, wenn man irgendwas macht und wenn man etwas in die Tat umsetzt und dass es eben diesen Impuls, dass es das Leben sehr lebenswert macht. Und dann kam die Bitte an uns doch für dieses Jahr auch wieder ein Lagerlied zu schreiben, wo man vielleicht das Lagermotto, das Thema Helden eben in dem Fall, das Malteser-Sein und auch unsere eigenen Eindrücke und Ideen vielleicht in dieses Lied irgendwie unterbringen kann. Und da haben wir uns sehr lange Gedanken gemacht. Wir haben in der Diözese Trier, aber auch sonst im Freundeskreis, Malteserkreis, gefragt, was sind eigentlich für euch Helden, was macht für euch einen Helden aus? Und die eigentliche Idee für das Lied So frei, was jetzt entstanden ist, ist mir gekommen vor nicht sehr langer Zeit, morgens um 6 im Bett, als ich dann gelesen hatte, dass es erneut einen von diesen vielen Anschlägen oder von diesen vielen Ereignissen in der letzten Zeit, die so sehr nah an uns dran sind, wieder gegeben hat. Und da bin ich dann eben aufgewacht und habe das gelesen und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was das eigentlich heißt, für mich so tatsächlich jetzt reell ein Held zu sein, nicht irgendwie so, was die Helden in dem Film ausmacht. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass die Leute, die für mich Helden sind und die Leute, die für mich im Leben gegen ganz, ganz krasse quasi Übermacht gewonnen haben, das sind nicht Leute, die aussehen wie die strahlenden Helden, und das Gewinnen fühlt sich auch bei denen nicht wie das glorreiche Siegen in irgendeiner Form an, sondern Menschen, die für mich Helden sind, die insbesondere auch in der Zeit, wo eben dieses Leid, was immer in der Welt gibt, aber jetzt vielleicht uns noch näher gebracht wird oder noch näher an uns dran ist als vielleicht sonst, da sind die Menschen, die ich sehr, sehr beeindruckend finde, eben die, die ihre eigene Freiheit mündig nutzen, die nämlich sagen, ich weiß, dass es nicht einfach ist, mich aufzulehnen oder mich gegen das, was gerade hier passiert, zu stellen und meine Kraft für etwas Positives zu nutzen, aber ich mache es trotzdem. Und das sind nicht Menschen, die besonders begabt sind, darin irgendwas zu tun. Das sind nicht Menschen, die jetzt irgendwie besonders toll darin sind, sich auf die Straße zu stellen und sagen, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Sondern das sind Leute, die halt einfach irgendwie erkannt haben, ich habe diese Freiheit und wenn ich möchte, dass das alles insgesamt sich bessert, dann muss ich Teil einer Lösung werden. Und das ist genau dieses Heldsein. Und darum geht es eben auch in dem Lied So frei. Das ist vielleicht nicht so wild und verrückt wie das Lagermotto. Und es gibt auch natürlich ein Medley von ganz vielen Heldenliedern, die wir spielen werden, die eben genau diese Seite bedienen. Aber das ist, glaube ich, heute mehr denn je ein bisschen ein relevantes Thema, dass es eben darum geht, dieses Heldentum, das fühlt sich nicht unbedingt gut an, glaube ich, sehr häufig. Und es ist häufig sehr anstrengend und sehr entbehrlich. Und ich finde es gerade auch bei Malteser einfach toll, dass man eben dahin geht, wo es weh tut. Und dahin geht, wo es nicht nur den anderen weh tut, sondern wo es auch uns emotional anstrengt oder körperlich anstrengt. Und das, finde ich, macht auch einen gewissen Geist aus, einen gewissen heldenhaften Geist aus. Und das sind so die Gedanken, die vielleicht bei mir dahinter steckten. Also jeder kann ein Held sein, ist Punkt 1. Ja, also jedem ist es möglich, weil wir alle sehr, 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 sehr frei geboren sind, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und mit der großen Fähigkeit beschenkt worden sind, unsere Meinung und unsere positive Energie frei aus uns heraus zu äußern. Und das Zweite ist eben dieses Gewinnen und Held sein und wirklich das Richtige zu tun, fühlt sich in meiner Erfahrung, meiner sehr begrenzten Erfahrung, meistens nicht unbedingt äußerst glorreich an, sondern meistens eher anstrengend. Was nicht heißt, dass es nicht unheimlich befriedigend und toll ist, also sonst wäre ich nicht Malteser, das macht mir einen unheimlichen Spaß. Aber das ist genau das Ding. Held sein ist nicht gleich mit dem Umhang durch die Gegend fliegen und alle rufen, ah, Superman. Oder na, 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 Batman. In dem Sinne, das sind so meine Gedanken dazu. Ich freue mich total, wenn ihr mit eurem Feedback und euren Gedanken und vielleicht auch eurer Kritik und euren Wünschen und Anregungen auf mich zukommt. Ich diskutiere gerade über dieses Thema unheimlich gerne heute, also momentan, weil es so aktuell ist. Ich freue mich tierisch drauf, mit euch eine super Woche, hoffentlich bei tollstem Wetter, in einer tollen Diözese zu verbringen. Ganz viel Grace und Peace und Love und bis bald.